Hallo und herzlich willkommen zurück zu Pokémon Soul Silver. Wir sind hier kurz vor der Safari-Zone. Das sieht man auch so ein bisschen an diesem tarnfarbenen Ball oben drüber. Und es ist sehr, sehr schick inszeniert. Es ist jetzt schon ein bisschen in der Nachmittagszeit, deswegen hoffe ich, dass wir hier noch spannende Pokémon erleben. Es ist aber wahrscheinlich nicht der letzte Teil in der Safari-Zone. Im letzten Part haben wir ziemlich, ziemlich viele gute Pokémon gefangen. Und je nachdem werde ich euch die auch noch mal zeigen. Und ja, vielleicht kommt ja eins davon auch noch mal ein bisschen ins Team zum Training. Und deswegen würde ich sagen, Nidorino, bist du bereit für die Safari-Zone? Nidorino gibt sein Bestes, um mit dir mitzuhalten. Ja, meine Pokémon sind ein bisschen erschöpft. Ich hoffe, es gibt hier eine Art Pokémon Center oder irgendwas, wo ich mich heilen kann. Denn sonst müsste ich mal schauen, ob ich nicht noch irgendwo anders hinfliege und wieder zurückfliegen kann. Aber wir gehen jetzt einfach mal. Das ist also die Safari-Zone. Es ist echt seltsam, seit ich hier bin, komme ich mir wie auf einem Jahrmarkt in einem fremden Land vor. Weit, weit weg. Bei Shrek und Fiona in weit, weit weg. Unter all den vielen Pokémon sind mir die Phlegmon immer noch am liebsten. Diese kleinen Dinger sind einfach zu süß. Ich höre auch oft von Leuten, dass ich selbst wie ein Phlegmon aussehe. Super, vielen Dank, andere Leute. Das ist ja charmant. Aber wenn sie sie so süß findet, dann ist es vielleicht auch wieder ein richtiges Kompliment zu sagen, du siehst aus wie ein Phlegmon. Dann sollte sie nicht von dem Rutenklau in Azalea City jemals erfahren. Ich habe mein eigenes Geschäft eröffnet und verkaufe hier Pokémon-Drinks. Ganz eingearbeitet habe ich mich zwar noch nicht, aber ich gebe mein Bestes. Willkommen, kann ich helfen? Okay, der verkauft hier so Kram. Ah, das ist echt mega, mega teuer. Nee, nee, nee. Das benötige ich nicht. Safari, Safari, so ein Spaß. Safari, Safari, hier gebe ich Gas. Wo in Schilf und Schlamm in Massen die Pokémon lauern im hohen Gras. Dieses Lied habe ich selbst geschrieben. Sing es doch auch auf deinen Streifzügen durch die Safari-Zone vor dich hin. Nein. Und der Senke, der ruft mich an. Guten Tag, Chi. Senke am Apparat, wie geht's? Erinnerst du dich? Das Käferturnier ist heute. Du kommst doch, oder? Ich denke, ich nehme mit Pikachu teil, um mit seiner Niedlichkeit anzugeben. Da kommst du mir leider nicht so weit mit. Aber nein, das Käferturnier ist heute. Nicht meine Intention. Ich rufe mal bei der Mutter an, dass ich in der Safari-Zone bin. Hallo? Archie, du bist es. Ist bei dir alles in Ordnung? Oder warum rufst du mich auf einmal an? Du rufst mich nie an. Ich kaufe immer Sachen von deinem Geld, aber du hast dich noch nie beschwert. Safari-Eingang. Dort bist du also. Viel Glück bei deiner Suche nach Pokémon. Nebenbei, du hast 17.136 Poké-Dollar gespart. Willst du weiter sparen? Ja. Okay, ich werde dein Geld für dich sparen. Weiter so, ich drücke dir die Daumen. So, wo ist eigentlich der Klaren mal? Da ist er. Oh, Chi, wie geht es dir? Wo bist du gerade? In der Safari-Zone? Es ist ein sehr weiter Fußmarsch bis dorthin, aber die Mühe lohnt sich auf jeden Fall. Es gibt dort viele Pokémon. Okay. Ich bin nicht sehr gesprächig. Ja, dann halt nicht. Wie, was? Du möchtest etwas kaufen? Warte bitte einen Moment. Ich muss erst den Laden aufmachen. So, hier muss ich noch draufkritzeln. Geöffnet. Ist mit Bovi schreibt man nochmal geöffnet. So, jetzt sind wir offen.
Willkommen, wie kann ich helfen? Oh, okay. Die hat hier so spezielle Bälle. Es gibt einmal einen Nestball. Ein Ball, dessen Erfolgsquote besonders bei schwächeren Pokémon sehr hoch ist. Naja, definieren wir schwächere Pokémon schwächer als mein Level? Oder so Level 1 Raupis, da brauche ich ja nicht unbedingt einen Nestball. Dann ein Flottball, ein ungewöhnlicher Ball, der zu Beginn eines Kampfes am wirkungsvollsten ist. Und da kann ich mir vorstellen, dass wir von denen vielleicht mal ein paar brauchen. Auch wenn die jetzt sehr teuer sind. Aber ich glaube, die werden uns später noch sehr von Nutzen sein. Vor allem, wenn ich an die wandernden Pokémon denke, die direkt wieder flüchten. Dann könnte so ein Flottball ganz gut funktionieren. Und es gibt noch einen Finsterball, ein mysteriöser Ball, geeignet für Einsätze in der Nacht oder an dunklen Orten. Ja, nehmen wir einfach mal einen mit. So. Aber Nestball macht für mich nicht so einen Sinn. Ich glaube, Luftbrief haben wir auch schon. Ich guck mal gerade nach. Ja, haben wir schon. Den brauchen wir also nicht. Na, Kleine? Die Entscheidung ist gefallen. Mein allererstes Pokémon fange ich mir in der Safari-Zone. Oh, da hat die sich aber was vorgenommen. Vielleicht ist sie auch aus Anemonia City, wo nicht so viel Gebüsch drumherum ist. Da nimmt die sich aber mal was vor. Na, wen haben wir denn da? Guten Tag, ich bin der Kamerakauz Wiegbert. Du bist jung und fotogen. Wie wär's mit einem Erinnerungsfoto? Ja. So haben wir es gern. Dann mach dich mal bereit fürs Vögelchen. Felino sieht voll süß aus. Oh, ausgezeichnet, ausgezeichnet. Das Bild ist sehr gut geworden. Du kannst dir den Schnappschuss an jedem Computer ansehen. Dankeschön. Junge, Junge, hier in der Safari-Zone wird es einem echt nicht langweilig. Ich laufe hier wie besessen nur noch irgendwelchen Pokémon hinterher. Ich befürchte, dieses Pummeluff hier, mein ständiger Begleiter, ist deswegen etwas angefressen. Oh, nicht, dass es dich nachts anmalt. Pummeluff, uff! Und hier ist zum Glück ein Pokémon-Center. Jemandem, der nach einem langen Aufstieg kurz vor dem Umkippen steht, muss der Anblick eines Pokémon-Centers wie eine Oase nach einem Marsch durch die Wüste vorkommen. Boah, könnte sein. Leute, die man ständig im Pokémon-Center sieht, sorgen sich bestimmt sehr um ihre Pokémon. Denkst du nicht auch? Ja, auch unter anderem. So, jetzt heil mal ein bisschen meine Pokémon. Yes. Guck mal gerade, was ist eigentlich das da hinten? Ah, eine Karte. Okay. Wo sind eigentlich gerade Entei und Raikou? Okay. Umtik City und Viola City. Und wie wir hier sehen können, fehlt uns gar nicht mehr so viel von der Karte. Wir müssen noch einmal zurück in den Einheitstunnel, wie ich gesagt habe. Allerdings an einem Freitag. Dann sind wir noch hier mit dem Kesselberg. Wo ist er? War der nicht hier irgendwo? Ah, Nationalpark. War hier Käferturnier, aber Kampfzone hatten wir noch nicht. Und hier ist der Kesselberg. Genau, den brauchen wir auch noch. Und gewisse Teile von der Dunkelhöhle. Also hier Route 45 hatten wir auch noch nicht komplett. Sehr gut. Dann gucken wir uns doch mal die neuen Pokémon an, die wir gefangen haben. Ich hoffe auch, dass jetzt bald mal unser Pokémon schlüpft aus dem Ei, weil das ist
langsam, aber sicher doch ein bisschen lästig geworden. So. So. Veleno kommt wieder in Box 3. Jetzt gucken wir mal. Wir haben Europ gefangen. Europ ist hastig und ist fast wie ein Clown. Okay. Fähigkeit des Speckschicht schützt vor Hitze und Kälte. Hat Nassmacher, Eissturm, Zugabe und Eissplitter. Und ist so lala für den Poke-Athlon. Es hat eigentlich sehr gute Attacken, vor allem diese Eisattacken. Sollte man nicht unterschätzen. Dann haben wir hier einmal Tauros. Tauros ist vom Wesen ruhig, aber auch irgendwie eitel. Fähigkeit des Bedroher, also senkt den Angriff des Gegners direkt zu Anfang der Auseinandersetzung. Hat Hornattacke, Grimasse, Verfolgung und Erholung. Oh, es ist gar nicht so schlecht für den Poke-Athlon, aber braucht da so einige Drinks, um in Fahrt zu kommen. Dann haben wir hier einmal Girafarig. Ist vom Wesen frech und auch irgendwie eitel. Hat Schnüffler, Stampfer, Agilität und Psystrahl. Und die Fähigkeit ist Frühwecker, also schnelles Aufwachen, wenn mich mal wieder jemand in den Schlaf versetzt. Und ich glaube, Girafarig würde ich einfach mal mitnehmen. Und wenn sich das als ganz gut erweist, dann könnte ich mir das vorstellen, vielleicht im Team zu behalten. Aber dafür muss ich es erstmal ein bisschen ausprobieren. Wir haben auch noch Duflor neu bekommen. Da habe ich zwei gefangen, weil es da ab da ja zwei Entwicklungen gibt. Einmal mit dem Blattstein und einmal mit dem Sonnenstein. Und dreimal dürft ihr raten, was jetzt gleich passieren wird. Duflor hat die Fähigkeit Chlorophyll und steigert die Initiative bei Sonnenschein. Hat Giftpuder, Stachelspore, Schlafpuder und Megasauger. Das heißt drei statusverändernde Attacken und einen leichten KP-Heiler, der aber auch angreift mit Megasauger. Und jetzt gucke ich mir mal das andere Duflor noch an. Das hat genau das gleiche. Okay. Sind beide Level 24. Dann nehme ich das mal mit. Und ich bin mir gar nicht so sicher, ob wir schon Corazon uns angeguckt haben. Also Corazon ist forsch und achtet auf Geräusche. Die innere Kraft heilt bei Austausch Statusprobleme. Okay, doch, das kommt mir bekannt vor, das hatten wir schon. Aber Sterndu hatten wir uns noch nicht genauer angeguckt. So, Sterndu ist vom Wesen her mild und äußerst gerissen. Hat Aquaknarre, Turbodreher, das hat man sehr häufig im Anime damals gehabt, Genesung und Tarnung. Die Fähigkeit ist Erleuchtung, mehr Pokémon-Begegnungen. Soll das heißen, wenn ich jetzt durchs Gebüsch laufe? Und es hat sogar ein Item, habe ich gerade gesehen, und zwar Sternstück. Da überlege ich jetzt gerade, wie komme ich denn jetzt da dran? Da nehmen wir das Sternstück mal an uns. Hat noch ein anderes ein. Miltank hat Kumu-Milch. Das habe ich auch noch gar nicht gesehen. Sehr schön. So, und Duflor habe ich jetzt auch nur mitgenommen, um jetzt Folgendes zu machen. Ich gucke gerade einmal kurz noch, wie es dem Ei geht. Es wird immer noch länger. Also, ich weiß nicht, ich bin doch jetzt sehr viel mit dem Ei rumgelaufen und deutlich länger als mit dem Magpie-Ei. Aber okay. Kommen wir zurück zu Duflor. Wir kommen hier gerade zur Premiere
der ersten Entwicklung mit einem Entwicklungsstein. Und zwar spreche ich hier vom Sonnenstein, den ich damals beim Käferturnier gewonnen habe. Und es gibt sage und schreibe zwei Pokémon, die man in Generation 2 damit weiterentwickeln kann. Und ich besitze beide Vorstufen-Pokémon, um es genau so auszudrücken. Und eins davon werde ich jetzt weiterentwickeln. Und zwar Duflor. Und damit erfülle ich mir gerade so einen kleinen Traum, den ich damals schon immer hatte und mir nie erfüllt habe. Glückwunsch, dein Duflor wurde zu Bluebella. So. Dann gucken wir uns doch mal gerade Bluebella an. Ist froh und oft in Gedanken, hat natürlich immer noch die gleichen Fähigkeiten und Attacken, ist aber super, super süß. Und ich setze es jetzt gleich mal kurz an die erste Position, damit wir uns das mal angucken können. Erich, was möchtest du? Hey, ich sehe, du machst von dir hören. Du hast das Pokémon im Leuchtturm gerettet, nicht wahr? Chi, besuchst du mich auch mal, wenn ich mit meiner nächsten Erkältung im Bett liege? Hä? Also dann, bis zum nächsten Mal. No, no, no. Den werde ich nicht besuchen. So, und hier könnt ihr dann Bluebella euch mal ansehen. Sehr, sehr niedlich. Das Einzige, was mich ein bisschen stört, ist, dass es damals eigentlich einen blauen Kopf hatte, so wie Myrapla und Co. Aber warum auch immer, die Entwickler haben es jetzt komplett grün gemacht. Bluebella weiß nicht, wohin es zuerst blicken soll. Na gut. Dann kommst du jetzt wieder zurück in die Datenbank. Dann gucke ich jetzt gerade mal, wo ist Myrapla? Dann bewege ich Myrapla in die zweite Box. Und mache das mal so. Da wird sich noch was Schönes ergeben. Und um den Platz noch zu füllen, der da frei ist, dann kommt einfach Tauros in die erste. Dann ist die voll. Dann wechseln wir in die zweite Box. Die ist jetzt auch so langsam, aber sicher voll. Und ja, da ist noch das andere Ei. Gut. Ach Quatsch, Girafarik wollte ich doch noch mitnehmen. Ach, Moment. Sehr gut. Genau so. So, meine Pokémon waren ja alle geheilt, wenn ich das richtig sehe. Ah, das wird hier noch ein bisschen dauern. Na toll. Gut, dann gehe ich gerade noch mal runter ins Gebüsch. Denn für die Safari-Zone selbst wäre das jetzt alles ein bisschen zu lang, glaube ich. Na, Tauros haben wir ja schon. Ah, ich könnte. Das ist jetzt aber auch sehr viel hin und her gelaufen, das tut mir leid. Kleinstein nochmal mitnehmen.
den tausche ich dann einfach gegen das Ei, weil die paar Schritte machen es jetzt auch nicht mehr. So. Kann ich ihn nicht mitnehmen jetzt direkt? Das ist aber blöd. So. Dann kann ich nämlich hier noch ein paar Kopfnüsse machen. Ein Ibitak. Und noch ein Duflor benötige ich aber diesmal nicht, aber das ist sehr nett. Dankeschön. Und da fällt mir gerade auch ein, wir haben gar nicht den Pokédex-Eintrag von Bluebella gerade gekriegt. Dann lesen wir uns den doch auch nochmal durch. So, huch, nee, das wollte ich nicht. So, Bluebella ist eine Blume vom Typ Pflanze, 40 cm groß und 5,8 kg schwer. Es lebt in den Tropen. Beim Tanzen reiben seine Blüten aneinander und erzeugen ein wohliges Geräusch. Ja, nichts ist süßer als der Bluebella-Tanz aus dem Vorfilm des zweiten Pokémon-Films. Das war wirklich einer meiner Lieblingsszenen. Ah, jetzt kommt hier kein Pokémon mehr runter. Ja, enttäuscht. Vielleicht muss ich noch mal ein bisschen zurückgehen, weil hier waren ja auch einige Bäume. Auch nicht. Das ist aber jetzt hier komisch. Das ist schon doof, dass man hier jeden Baum manchmal auch abgehen muss, bis mal was passiert. Okay, da ist ein Pokémon. Ein Hutut. Ja, nein. Danke für nichts. Aber jetzt weiß ich, dass hier auf jeden Fall Pokémon runterkommen. Aha. Da habe ich wohl den Baum ausfindig gemacht. Ein Owei. Naja, habe ich auch schon. Noch ein Owei. Owei, Owei. Nee.
Ein Hut tut. Nee. Dankeschön. Gut. Oh, hier kommt auch eins. Perfekt. Aber auch nur ein Hut tut. Na gut. Na gut. Ja, ich glaube, durch die Uhrzeit wird er auch nicht mehr als gut tut kommen. Gut. Dann ist das halt so. So, willkommen in der Safari-Zone. Folge dem ungebändigten Ruf der Wildnis mit maximalem Komfort. Nun gut, dann würde ich sagen, machen wir hier einen kleinen Cut. Ich hoffe, ich habe euch nicht zu sehr gelangweilt mit der ganzen Entwicklungssache. Und ja, das nächste Mal geht's aber wirklich richtig in die Safari-Zone rein. Und ich freue mich sehr. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.